Abgeordneten vorstellen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin jetzt doch ein bisschen überrascht über die Reaktion. Ich war im Ausschuss nicht da, aber ich finde, da wird die Welt schon sehr schön dargestellt. So ist sie nämlich leider nicht, sondern der Ausgangspunkt war ja eben, es fehlen Kita-Plätze und wir brauchen eine Vereinfachung für Eltern, dass sie Plätze bekommen. Gut, ich sage, mein Ausgangspunkt für diesen Antrag war, ich bin mit einer Familie, die aus Syrien gekommen ist und einen Platz sucht, gemeinsam in eine Kita gegangen, um da eben einen Platz zu beantragen. Dort wurde dann das Verfahren erklärt, zu welchen Kitas man überall hingehen muss. Man musste dabei Übersetzen auch helfen und es war nicht alles so transparent sofort, wie das ging. Es wäre sehr schön gewesen, sich dann online da überall einzutragen und da auch diesen Rechtsanspruch zu haben. Und da ging es nicht drum. Natürlich, unser Antrag sagt ja nicht, dass die Eltern nicht zu den Kitas hingehen sollen. Natürlich, das machen sie doch auch, wenn sie daran Interesse haben und natürlich auch, wenn sie die Zeit dazu haben. Aber es ist nicht so, dass man sich aussuchen kann, ich hätte gern dieses Essen und ich hätte gern so viel Freiraum und die Spielgeräte im Garten, sondern man kann froh sein, wenn man einen Platz hat in den Kitas. Bei der Kita, bei ich war, da waren 140 Kinder auf der Warteliste. Und bei anderen Kitas sieht es auch nicht anders aus. Da wird nicht die Erfassung was ändern. Das ist mir auch klar, sondern da müssen mehr Kita-Plätze geschaffen werden. Da ist die Stadt zum Teil auch schon dran. Aber man kann nicht so tun, als gäbe es für jedes Kind kann sich aussuchen, in welchem Kita-Platz es ist. Das mag für manche Familien gelten, aber für andere auch nicht. Das mag für manche Stadtteile gelten, aber für andere eben auch nicht. Wenn er kommt, also eben von daher, es wäre eine Serviceverbesserung für die Eltern. Natürlich können die trotzdem zu den Kitas hin und es ist auch wünschenswert, dass da auch die Beratung stattfindet. Es ging ja mehr darum, dass es eine zentrale Erfassung gibt, in dem Sinne, auch wenn ein Kind vorher einen Platz hat, dann wird es auf den Wartelisten aller anderen Kitas aufgestrichen. Und damit ist eine Stadt da. Und die Antwort auf unsere Anfrage damals war, wie viele Plätze fehlen? Da war die Antwort, es gibt nicht diesen Gesamtüberblick. Es gibt eine Bedarfserhebung, die findet im Frühjahr statt. Ich weiß nicht, ob sich das inzwischen geändert hat oder ob die Antwort damals falsch war. Das war die Antwort damals. Es gibt eine Bedarfserhebung und dann eine ungefähre Schätzung und danach wird dann geplant. Es wäre aber wünschenswert, finde ich, wenn man schon wüsste, wie viele Plätze fehlen konkret. Und auch wenn man sagt, es gibt einen Kita-Anspruch, der wird ja von ganz vielen gar nicht eingeklagt. Also ich glaube, in Kassel gab es bisher noch gar keinen Fall, wo Eltern das eingeklagt haben. Kann man sich auch fragen, warum? Oder ob die Stadt dann auch direkt auf die Eltern aktiv zugeht, um da zu helfen, wie man sowas auch durchsetzen kann? Ja, warum wohl? Vielleicht, weil es ganz viele nicht wissen, wie der Anspruch durchzusetzen ist oder weil man da auch aktiv den Eltern helfen muss. Ja, ich sage, das, was Sie sagen, ist in dem Fall auch was.